Liebe Freunde, es ist Sommer draußen, geil, und ich habe heute eine neue Folge Game News für euch. Ohne Makatze, dafür aber mit zwei super spannenden Themen. Große Anteile der ESL wurden vom schwedischen TV-Konzern MTG aufgekauft und Gaming with Melina, erfolgreiche YouTuberin, startet mit Let's Play-Kanal durch. Gaming with Melina. Drei Worte, die momentan die ganze Let's Play-Szene ein bisschen in Aufregung versetzen. Der Grund dafür ist relativ einfach. Melina, falls ihr sie nicht kennt, ein Teil der YouTuber-Gang und Vloggerin auf YouTube, hat jetzt ihren ersten eigenen Let's Play-Kanal gestartet und darauf auch direkt ihr erstes Video veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein normales Let's Play von The Sims 4. Besonders an Gaming with Melina ist aber die unglaublich große Community. Schon vor ihrem ersten Video hatte sie 130.000 Abonnenten. Das sind mehr als die meisten von uns im ganzen Leben haben werden, ungefähr. Umso größer also der Aufruf in der Let's Play Gemeinschaft. Oh mein Gott, wie kann sie nur? Die ganzen Views, den die viel talentierteren und ambitionierteren kleinen Let's Player doch gebrauchen können. Genug Grund für mich, mir das Ganze mal anzusehen. Und ich muss ehrlich sagen, so schlecht war es gar nicht. Es ist zwar nicht mein Content, den ich mir regelmäßig anschauen würde, aber qualitativ eigentlich gar nicht so schlecht. Ich würde das so im oberen Mittelfeld ansiedeln. Unterhaltsam definitiv, mit ein paar kleinen technischen Schwierigkeiten. Also im Endeffekt das, was jeder kleine Let's Player am Anfang auch so hat. Nun denken wir mal weiter und haben dabei auch immer im Auge, was viele andere Let's Player sagen, also den kritischen Aspekt. Sie wird wahrscheinlich das Ganze noch ein Stück weiterführen und ich bin mir sicher, entweder geht es so weit, dass sie irgendwann sagt, okay, das macht mir Spaß, das werde ich langfristig machen, oder irgendwann wird sie einfach schlichtweg keinen Bock mehr haben und das Ganze wird im Sande verlaufen. So oder so, im Endeffekt ist das der gleiche Weg, den jeder normale Let's Player auch geht. Der einzige Unterschied ist natürlich die riesige Community. Bei der ganzen Kritik muss man aber auch bedenken, dass bestimmt viel Neid und Eifersucht da mitspielen. Denn was sie an Feedback und Community schon hat, müssen sich viele andere erst hart erarbeiten oder werden es nie bekommen. Klar ist das auf der einen Seite sehr ungerecht. Auf der anderen Seite, wer solch eine große Community schon hat, wer würde das Ganze nicht so machen? Und jetzt bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Wie steht ihr dazu, Gaming with Melina? Oder wie würdet ihr das finden, wenn zum Beispiel Dagibi ihren nächsten Let's Play-Kanal starten würde? Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Lasst uns mal ein bisschen diskutieren. Und jetzt wird's ein bisschen professioneller. Es geht um die ESL, die Esports League. Davon wurden nämlich jetzt 74% für insgesamt 78 Millionen Euro an das schwedische TV- und Video-on-Demand-Unternehmen MTG verkauft. 74% ist also der Großteil des ganzen Unternehmens. Oh mein Gott, Panik! Werden sich wahrscheinlich einige von euch jetzt denken. Panik ist aber eigentlich gar nicht angebracht. Denn sieht man mal die aktuellen Zahlen der ESL, sagt das vor allen Dingen eins aus. Erfolg. Im letzten Jahrzehnt haben sich die Einnahmen und der Erfolg der ESL eigentlich multipliziert. Jährlich wird der E-Sport-Markt immer größer und mittlerweile auch gesellschaftlich so ein bisschen akzeptiert. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass mit MTG sogar ein schwedischer TV-Konzern Interesse an der ESL hat, hat das eigentlich nur eins zu bedeuten, ein Weg nach oben. Das ist also eine Sache, die man definitiv im Auge behalten sollte. Also Leute, aufpassen, da passiert bestimmt noch viel in den nächsten Monaten. So, und wer nochmal selber Bock hat auf so ein riesengroßes Live-Event der ESL, kann da oben zu unserem 1000-Abo-Special noch gelangen. Das läuft noch bis einschließlich diesen Samstag. Am Sonntag kommt dann die Auflösung. Da könnt ihr nämlich drei Karten für die ESL One in der Lanxess Arena am 22. und 23. August in Köln ergattern. Gewinn. Schreibt drunter. Tut es, es wird super und wir sind selbstverständlich auch da. So, und das war's auch wieder mit den Game News. Eure Meinung zu den Themen natürlich unten in die Kommentare. Mich würde super freuen, wenn ihr diesen Kanal BudTV abonniert oder einen Daumen da lasst, denn das zeigt uns so ein bisschen, dass ihr das feiert. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen unglaublich sonnigen Tag. Makatze, der ist jetzt nicht hier, der macht das aber bestimmt auch, der ist im Geiste bei euch und habt einen schönen Abend. Bis dahin, euer Buddy.